Die Aufgabe 80 ist ganz interessant. Sie beschreibt offensichtlich, das erkennt man mit einem Blick, hoffe ich, eine Kreisgleichung. Und zwar genau genommen muss das ein Kreis sein, dessen Mittelpunkt sich bei, in der Ebene, natürlich, bei x0, y0 befindet und dessen Radius gleich groß R ist. Ja? Also eine ganz einfache Verallgemeinerung unserer üblichen Kreisgleichung mit einer Verschiebung des Kreismittelpunkts und der Wahl eines positiven Kreisradius groß R. Alles parametrisch, also das heißt, wir legen uns hier gar nicht fest. Die Aufgabe ist relativ allgemein gestellt, also man erkennt, es ist eine Kreisgleichung, aber ebenso gut können wir jetzt auch sagen, dass diese Gleichung wiederum eine, und zwar, oder genau genommen, das weiß man, nämlich zwei Funktionen implizit definiert. Warum zwei? Naja, wenn man versteht, und erkennt, dass es ein Kreis sein wird, dann geht man davon aus, dass man den oberen Halbkreis getrennt vom unteren Halbkreis als herkömmliche Funktion beschreiben kann. Und tatsächlich ist es ein Fall, wo man ohne weiteres die Gleichung nach y umstellen kann. Sie kennen das ja, weiß nicht, das hat man ja auch schon, wenn ich jetzt schreibe, wenn es der einfachste Fall ist ja der Einheitskreis. Ne? Und wenn man den hat, das kann man ja ohne weiteres umstellen, bekommt aber diese Fallunterscheidung, y ist plus oder minus die Wurzel aus 1 minus x Quadrat. Tatsächlich beschreibt der Plusfall den oberen Halbkreis und der Minusfall den unteren Halbkreis. Das ist tatsächlich so eine modifizierte Wurzelfunktion, wenn man es so darstellen möchte. Und ganz ähnlich ist es hier, ja? Wobei wir das aber nicht explizit machen. Wir wollen ja elegant unsere Implizitmethode benutzen. Übrigens, als ich das erwähnt hatte, vor kurzem mal bei dieser gewölbten Fläche mit dieser Sanduhrform, da hätte ich nur noch einen kleinen Schritt weiter rangehen müssen und quadrieren und umformen, da hätte ich Ihnen zeigen können, dass das tatsächlich eine perfekte, also Kreiskegelfläche war, die dort in der Aufgabe steht, falls Sie sich dann noch erinnern können. Nehmen wir es wieder weg und schauen hier. Gefragt ist jetzt nach den Ableitungen dieser beiden Funktionen an der Stelle x gleich x0 plus eine Halbwurzel 3. Ich sage immer lieber so, ne? Also Wurzel 3 halbe klingt so ein bisschen mehrdeutig, mal dieser Kreisradius groß R. Und das wird Ihnen auffallen, das ist ein sehr berühmter, wohlbekannter Wert von Sinus und Cosinus für ganz bestimmte Winkel. Das können wir ja vielleicht nachher noch ganz kurz ergründen. Aber jetzt die Frage, also was das heißt, ist natürlich, dass ich mich vom, also in horizontaler Richtung, vom Mittelpunkt des Kreises um diesen Bruchteil des Kreisradius jetzt in dem Fall mal nach rechts bewege. Ja, ist ja positiv, dieser Aufschlag hier. Gehen wir einfach mal rein formal dran, dann habe ich eine kleine Skizze dazu, um es zu interpretieren. Also, was ist zu tun? Zum einen würde ich doch mal einsetzen. Wenn ich diesen x-Wert hier für x einsetze, ist es ja offensichtlich gezielt auch so gemacht, dass x0 hier dabei steht und da hinten wieder abgezogen wird. Das heißt, alles, was da bleibt, ist dann dieser Term, ja? Wurzel 3, dann halbiert, mal groß R in Klammern jetzt für diesen Term und dann wird quadriert. Das war es schon mit dem Einsetzen. Dann bleibt hier plus Klammer y minus y0. Da habe ich einen Fehler. Das Quadrat soll natürlich außen stehen. Zum Quadrat. Was können wir damit machen? Na gut, das Quadrat vorne ausführen natürlich. Das Quadrat von 1/2 Wurzel 3 ist natürlich 3 Viertel. Das geht schön. Ja, oben fällt die Wurzel weg, unten wird es 4. Das ist jetzt aber 3 Viertel mal Radius zum Quadrat. Und immer noch plus dieser Klammerterm zum Quadrat gleich R Quadrat. Was sehen Sie auch an Sebastian jetzt gerade nochmal? Jetzt ist genau wieder der Schritt. Ich setze diesen x-Wert ein, um den zugehörigen y-Wert zu bestimmen, damit ich diese implizit, ja, Sie wissen schon, Gleichung der impliziten Ableitung verwenden kann. Und Tatsache ist, in diesem Fall komme ich auch nicht dran vorbei. Ne? Okay, jetzt habe ich hier, das geht ja kinderleicht, nach y umzustellen. Ich muss jetzt einfach nur dieses 3 Viertel r Quadrat auf die andere Seite bringen. Ich ziehe das ab. Da drüben steht ein ganzes r Quadrat und ein ganzes minus 3 Viertel ist natürlich ein Viertel. Also bleibt hier drüben ein Viertel r Quadrat. Da noch die Klammer zum Quadrat. Und jetzt, wenn ich die Wurzel ziehe, wie immer mache ich und muss ich eine Fallunterscheidung machen. Ich nehme also plus oder minus die Wurzel aus diesem Term und die ist wiederum 1/2 groß R. Und dann stelle ich noch einen kleinen Schritt um, addiere y0, können wir noch dazu schreiben, bringe das auf die andere Seite. Und dann habe ich nämlich hier
y ist gleich y0 plus oder minus halber Kreisradius. Heißt im Klartext, wir befinden uns hier in einer vertikalen Position genau in der Mitte zwischen Kreismittelpunkt und Kreisrand. Auch das ist auffallend und auch das weiß man aus der Elementargeometrie, dass das mit einem, ja, das ist eine Angelegenheit, die was mit den Winkeln von Pi Sechstel und Pi Drittel immer zu tun hat. Ja, im Gradmaß dann 30 Grad beziehungsweise 60 Grad. Ich habe das in der Skizze übrigens gar nicht so gut getroffen. Leider, die ist auch ein bisschen klein geraten, aber das soll hier ein 30-Grad-Winkel sein und da unten negativ 30 auch. Das hätte ich ein bisschen besser zeichnen müssen. Aber wenn Sie sich das so vorstellen, es sei ein Winkel von plus minus Pi Sechstel, dann werden Sie wissen, dass man dementsprechend mit diesen beiden orange markierten Punkten tatsächlich vertikal gesehen in der Mitte zwischen Kreismittelpunkt und Kreisrand ist. Ich habe jetzt einfach den Mittelpunkt wieder in den Ursprung gelegt. Das ändert ja nichts an der Aufgabe. Ne? Das ist nur nebenbei diese Skizze und dann geht es um diese Tangentensteigung für diese Situation. Jetzt brauchen wir nur noch einsetzen. Unsere Formel f' von x0 ist gleich minus jetzt die partiellen Ableitungen. Das ist auch ganz lustig, wenn man hier partiell diesen Term jetzt tatsächlich nach x ableitet. Nimmt man die Kettenregel, Hochzahl nach vorne, zweimal die Klammer. Nachdifferenzieren ist nicht, weil vor Faktor 1. Also einfach zweimal die Klammer. Und unten entsprechend, die da fällt ja weg, wenn ich nach x ableite, additiv. Und wenn ich nach y partiell ableite, fällt das vordere weg, additiv konstant. Hinten mache ich das gleiche wie eben. Hochzahl nach vorne und Klammer stehen lassen. Zweimal y minus y0. Die zwei Faktoren 2 kann ich wegkürzen. Jetzt setze ich ein. Hier bleibt es Minus, nicht über. Oh, habe ich es da doch übersehen? Wieder mal. Ich hoffe nicht. Ja, gut, wahrscheinlich. Da hätte ich, wenn man formal richtig wäre gewesen, das Minus da reinzuziehen und dann zu sagen Minus oder Plus. Ja, sodass der Minusfall oben steht. Der gilt nämlich tatsächlich für den oberen Halbkreis und der Plusfall gilt für den unteren. Das sollte man korrekterweise schon so machen. Das erlaube ich mir noch kurz. Ich schreibe es sogar mal in Farbe hin, indem ich das hier einkreise. Ich hoffe, Sie können mir danach folgen. Und hier wird es auch so. Es hat seinen Sinn, wenn man Minus oben und normalerweise schreibt man oben Plus und Minus, aber wenn man es dann irgendwann in der Rechnung so hinschreibt, meint man damit, dass der Minusfall jetzt zu dem ursprünglichen Plusfall korrespondiert und der Plusfall zum ursprünglichen Minusfall. Können Sie nachvollziehen? Am oberen Halbkreis habe ich eine negative Tangentensteigung, am unteren habe ich eine positive. Das passt also. Aber wir sind noch nicht durch. Wir müssen hier einsetzen, und zwar x. Nochmal diesen Term da, dieses x0 plus Wurzel 3 halbe mal Groß R. Aber es ist ähnlich wie vorhin. Da fällt der Abzug x0. Also dadurch fällt das x0 wieder weg. Es bleibt oben Wurzel 3 halbiert mal Groß R. Unten, wie wir es gerade herausgefunden haben, entsprechend y minus y0. Das heißt, hier kann ich auch dieses y0 wegstreichen durch Abzug. Dann bleibt aber plus oder minus ein halb mal im Kreisradius. Und ich habe, wie gesagt, getauscht, minus oder plus, weil ich dieses äußere Minus mit reingezogen habe. Und jetzt können wir es schön vereinfachen. Wir können r wegstreichen, kürzen sozusagen. Wir können erweitern mit 2 diesen Doppelbruch. Es bleibt oben Wurzel 3, unten 1, also einfach Wurzel 3, Minus oder Plus. Das ist ein Zahlenwert, Sie wissen ja, der liegt, naja, ist auf jeden Fall kleiner als 2, mal positiv, mal negativ. Und ja, wie gesagt, wenn ich das ein bisschen genauer gezeichnet hätte, dann wäre dieser Winkel noch etwas kleiner und die Tangente wäre noch etwas steiler hier. Ne? Und diese Symmetrie ist auch schön erkennbar, ne? Dass das hier ne, diese beiden Lösungen ergibt. In beiden Halbkreisen. Und ich hoffe oder ich glaube, es dürfte Ihnen auch klar sein, dass das Ganze nur von der Geometrie und damit von den Winkeln abhängt. Und deswegen der Kreisradius und auch die Lage des Kreises aus der Rechnung komplett rausfallen. Mit diesem schön einfachen, allgemeingültigen Ergebnis. Das war dann noch der kleine Nachtrag zu dem Thema implizite Ableitung.